Hier ist nur noch Gewebe, also der hängt eigentlich im Seidenfaden. Wenn du keine nassen Füße bekommen willst, aber trotzdem die Shots holen willst. Foto machen! Ja, an dem Haus waren so einige komische Sachen. Die Fenster sind mit Klebeband abgeklebt. Drei Fotografen auf einem abenteuerlichen Roadtrip durch Nordnorwegen. Schroffe Berge, zerklüftete Inseln, tiefe Fjorde. Perfekte Bedingungen für Team Haugland. Ich niese nur noch ganz leicht, der Starkregen ist vorbei. Wir stehen jetzt am ersten Spot für heute. Es ist ein wunderschöner Strand, weißer Strand, türkises Meer, hinten dran Berge. Was will man mehr? Ein bisschen Himmel. Ja, ein bisschen Struktur im Himmel wäre noch ganz schön. Jetzt ist gerade alles noch recht grau, recht flaches Licht, aber vielleicht ändert sich das noch. Am Strand hier sind wir eher zufällig, weil unsere Unterkunft wir einfach irgendwo gebucht haben, wo wir halt dachten, ja, das ist ganz cool, aber vorher gar nicht wussten, was da genau ist. Und dann haben wir so ein bisschen auf Google Maps mal geguckt und haben diesen Strand hier entdeckt. Das sieht so ein bisschen aus tatsächlich wie der Hauglandstrand. Die Herausforderung an dem Strand war, dass man erstmal gucken musste, was überhaupt interessant ist. Weil wenn es so schön ist, dann gibt es so viele unzählige Möglichkeiten, wie man fotografieren kann. Und als Fotograf ist es dann die Kunst und am Ende auch der Geschmack, der entscheidet, was genau man in das Bild nimmt, was genau man zeigen möchte, wie viel man davon zeigen möchte und so weiter. Das ist eigentlich auch ein guter Tipp, wenn man wo Neues ankommt, einfach mal die Kamera vom Stativ oder aus dem Rucksack zu nehmen und einfach mal durch den Sucher zu gucken. Da sieht man nämlich genau, was man kriegen würde mit der jeweiligen Brennweite. Ich habe hier einen richtig coolen Vordergrund gefunden. Steine, Schilf oder Gräser, türkises Wasser und Berge im Hintergrund. Das sieht doch schon mal spitze aus. Das kleine Problem ist nur, der Regen hat sich verzogen, dafür ist Wind gekommen. Wenn der Wind stark ist und du möchtest nicht, dass das Küstengras sich bewegt, musst du eine kurze Verschlusszeit wählen, auf jeden Fall. Also darauf sollte man achten. Schwierige Kombination mit einer Langzeitbelichtung. Ich laufe jetzt hier erstmal so ein bisschen am Strand rum und verschaffe mir einen Überblick. Also schau erstmal, was gibt's hier überall, weil häufig ist es so, da ist man an einer Stelle und schießt da so viele Fotos, dann fängt es an zu regnen und dann gab es vielleicht 3 Meter weiter eine Stelle, die viel, viel besser noch gewesen ist. Und wenn mich dann ein Vordergrund richtig catcht, dann fange ich an, Fotos zu schießen. Eine Qualle! Eine Qualle. So, da vorne ist ein guter Ort. Da gehen wir jetzt hin. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Das ist das Wellenspiel, was ich will. Der da. Wenn du keine nassen Füße bekommen willst, aber trotzdem die Shots holen willst, musst du dich auf den Stein stellen. Kamera steht hier, gut festhalten, damit sie nicht umfällt. Weil so eine Welle kann schon richtig Bums haben. Dann den Shot holen. Meine Verschlusszeit ist aktuell bei einem Fünftel, Sechstel, Achtel, je nachdem, was ich gerade so mache. Manchmal spiele ich auch mit einer halben Sekunde Verschlusszeit. Hängt ganz davon ab, wie ich die Wellen darstellen möchte. Und deswegen benutze ich auch den ND-Filter, um ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Das Ding ist nur, mein Filter ist permanent dreckig, weil der Wind und der leichte Nieselregen, die Wellen und so weiter auf meinen Verlaufsfilter rausspritzen. Das ist in so einem Fall perfekt, das Mikrofasertuch im Ärmel einfach sauber machen. Ja, während ich mich jetzt da hinten an den Steinen ein bisschen ausgetobt habe, die Gräser mitgenommen, Steine, dann Langzeitbelichtung. Natürlich aus der Hand, Stativ liegt im Auto, aber ein Fünftel oder ein Achtel, das hältst du schon. Haben sich die anderen irgendwo da hinten ausgetobt und da gehe ich jetzt mal hin und schaue, was die so machen, weil nachdem die da auch schon über eine halbe Stunde sind, glaube ich, das ist ganz cool da hinten. Schaue ich mir jetzt mal an. Oh, da ist wieder hier Komposition am Start, ey. Ja. Nice. Schön, ein bisschen Vordergrund. Ich halte mich mal an dir fest hier, dass man das auch sieht.
Yes! Ja. Schaut gut aus, ey. Ich war noch da vorne bei diesem Wasserloch hier. Und das sah auch richtig cool aus, vor allem mit Poolfilter, ohne Poolfilter, den Vergleich mal sich anzugucken. Mir gefällt beides sehr gut. Schreibt mal in die Kommentare, was euch besser gefällt. Mit diesem sehr satten, entspiegelten Effekt oder komplett mit der Spiegelung. Ich mache immer beides und kann dann später am Computer einfach entscheiden, was mir tatsächlich besser gefällt. Also lieber mehr fotografieren und dann später die Auswahl haben. Ja, das ist genau das, was mir am meisten Spaß macht. Die Zeit vergessen, an einem Spot sein, verschiedene Positionen ausprobieren, auf die nächste Welle warten und einfach die Zeit und die Fotografie genießen. Das hat hier jetzt am Spot wunderbar geklappt. Was für eine mega geile Location, das haben wir echt dringend gebraucht nach diesem Reinfall, ja, gestern mit dem ganzen Regen. Ich glaube, wir haben jetzt 2-3 Stunden hier fotografiert, nonstop, und es sind super geile Bilder geworden. Also, hier könnte ich noch ein paar Stunden verbringen, definitiv. Und man hat richtig gemerkt, wie die Stimmung bei allen wieder so richtig nach oben reißt und man richtig Bock hat, wieder weiterzufahren und neue Motive zu entdecken. Das Reifenproblem. Alter Schwede, ist der durch. Der ist komplett schräg abgefahren und hier ist nur noch Gewebe. Also der hängt eigentlich im Seitenfaden. Und ich hoffe, dass wir nicht liegen bleiben, irgendwo mitten in der Nacht. Das wäre extrem ungünstig und da hätten wir wirklich ein großes Problem, hier irgendwo in der Wildnis stecken zu bleiben, in geplatzten Reifen. Also wir hoffen mal, dass wir damit durchkommen und die Lofoten sicher erreichen. Und ja, eine andere Sache, ich meine, so ein Mietwagen hier im Norden ist schon auch nicht ganz günstig. Also da wird es noch das ein oder andere Hühnchen zu rupfen geben. Da die nächste Mietwagenstation mit einem möglichen Austauschfahrzeug über 3 Stunden entfernt auf den Lofoten und nur ein Steinwurf von unserer nächsten Unterkunft liegt, entscheiden wir uns, die Strecke planmäßig und vorsichtig weiterzufahren. Drückt uns die Daumen. Die Motivation am Tag Nummer 4 war natürlich eine ganz andere, weil man schon von den ersten Bildern vom Strand an dem Tag mega gepusht war. Man hat viele verschiedene Perspektiven mitgenommen, dann auf der Fahrt noch einiges. Und das pusht natürlich. Da hast du dann Bock und dann steigst du auch beim nächsten Mal nochmal aus, weil da könnte ja noch ein Spot auf dich warten. Eins ist uns besonders ins Auge gestochen, das war so eine kleine Bucht mit roten Fischerhäuschen, wo gerade Ebbe war und noch so ja, gelbe Algen irgendwie rausgeschaut haben. Foto machen, Foto machen, Foto machen! Der Schokolade hat wohl getrunken, der hat Schluss bei dem. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, dies zu fotografieren. Im Vordergrund vor mir sind gerade so gelbe Algen, die sich super einbauen lassen als Vordergrund, als Farbtupfer. Oder hier auch so schöne Details, ja, wie das hier, so ein Schloss. Oder auch die Farben, ja, mal so ein bisschen diagonal eine Aufnahme machen. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, ganze Häuschen oder Details. Wir sind ja in Norwegen, es ist relativ kalt und da ist es wichtig, die Akkus nah am Körper zu halten und durch die Körperwärme den Akku vor Entladung zu schützen. Und ich habe da ein ganz cooles System. Wir haben den kleinen Fotorucksack hier extra integriert, unter anderem auch wegen genau dieser Thematik, dass man die Akkus eben nah am Körper hat. Und ich mache das immer so, wenn mein Akku jetzt leer ist, was gerade der Fall ist, habe ich hier oben im obersten Fach zum Beispiel die vollen Akkus. Ich habe jetzt 3 Stück hier, die sind komplett geladen und der Akku in meiner Kamera ist leer. Den nehme ich jetzt hier raus. Jetzt packe ich den ins untere Fach. Man kann das natürlich genau auch umgekehrt machen. Aber jetzt weiß ich heute Abend, aha, im unteren Fach sind die leeren Akkus. Im oberen Fach ist vielleicht heute Abend noch ein voller Akku, vielleicht auch gar keiner. Muss ich gucken, wie viel ich heute fotografiere. Und jetzt nehme ich aus dem oberen Fach den vollen Akku, mache den wieder rein in die Kamera und kann weiter fotografieren. Ja,
Wir wollten eigentlich die 3,5 Stunden auf die Lofoten direkt durchziehen und dann dort abends noch fotografieren gehen. Wir haben aber unterwegs einfach so viele Motive gefunden, haben so oft angehalten, im wirklich 20-Minuten-Takt irgendwie gab es irgendwas am Straßenrand, dass sich das etwas nach hinten gezogen hat. Machst du belichtungsfrei? Belichtungsfrei. Und dann machst du am Computer das zusammen. Sicher, dann lass ich den Computer zusammenrechnen. Und dann gehst du zum Chinesen. Mann. Später gehen wir zum Chinesen. Wo hast du das gelernt? Kelvin. So, Grüße gehen raus. Was ist das hier für ein nice Vordergrund? Diese Pflanze. Guck dir mal die Pflanze an, wie die Scheine tun. Dazu das weiche Licht. Kannst du daraus ein Business machen? Das ist die Frage. Wenn das funktioniert, dann stimmt's Mindset. Even if the sky is falling down. Mann, wir kommen wieder so spät heute an, aber es lohnt sich. Als wir so auf die Uhr geguckt haben, war es irgendwie schon 16, 17 Uhr und wir sind immer noch nicht auf die Lofoten losgefahren, sondern waren immer noch in der gleichen Region, wo wir eigentlich morgens gestartet sind. Die Strecke, die wir mehrmals im Jahr fahren für unsere Abenteuer-Fotoreisen auf den Lofoten. Heute bei Tag und nicht bei Schnee, das sind ganz andere Ansichten sozusagen. Und wir fotografieren jetzt hier so einen Bachlauf, den man im Winter so nicht sehen würde. Und das sieht erstmal schon ziemlich geil aus, aber in Fotos noch viel, viel mehr, weil hier überall so eine Steine im Bachlauf drin sind und das Wasser sich in diese Fließrichtung um diese Steine rumwindet. Dazu dieser dramatische Himmel, gefällt mir mega, mega gut. Und auch in diese Richtung, super spannend. Es lohnt sich, ab und zu mal einen Pipi-Stop zu machen. Geflowt, es ist geflutscht, es hat funktioniert. Mag vielleicht auch daran liegen, dass es am Morgen nicht gleich in Strömen geregnet hat, sondern dass wir erstmal ein bisschen warm werden konnten mit dem Fotografieren. Das hat schon gut getan. Wir waren alle mega gepusht von der Fahrt, von dem Tag, von den Motiven und haben uns auch schon so ein bisschen hochgeschaukelt. Das hieß, wir haben ein Haus zur Verfügung, die letzten 3 Tage. Großes Haus, Villa, ja, mit vielen Zimmern, Betten. Ja, es war nicht ganz so, wie man es erwartet hatte. Ja, an dem Haus waren so einige komische Sachen. Also zum einen die Bettenverteilung, das eine, mein Bett steht in einer Abstellkammer, wo ich die Tür gar nicht wirklich zumachen kann. Gute Nacht! Ach so, oh, geht gar nicht zu. Die Fenster sind mit Klebeband abgeklebt. Also wenn es hier zieht? Es roch ein bisschen komisch. Ja, hier sind wir jetzt die nächsten 3 Nächte. Da sind die Kratzspuren. Horror-Szenario hoch 5, zusammenreißen und ab in den Keller. Wer von euch geht vor?